Sind Seifenblasen eigentlich immer rund? Wie fährt ein Fahrzeug mit Luftballonantrieb? Wie bringt man einem Roboter Laufen bei? Wer hat den Schoko-Nikolaus entführt? All das klärt sich in der Projektklasse Forschung und Umwelt des Städtischen Thomas-Mann-Gymnasiums München. In einer zweiwöchig stattfindenden Doppelstunde treten die 8 Forscherteams gegeneinander an und sammeln über das Schuljahr hinweg Forscherpunkte, um Forscherteam des Jahres zu werden. Jeweils zwischen 2 Ferien dreht sich alles um eine Naturwissenschaft. Biologie. Geologie. Informatik. Mathematik. Chemie. Und Physik. In unseren Forscherkisten mit allen nötigen Materialien sowie Forscherprotokollen finden die beiden Forscherlehrkräfte alles Nötige, um unkompliziert mit den Schülerinnen und Schülern der aktuellen Forscherfrage auf den Grund zu gehen. So schließen sich nach der 5. und 6. Klasse zahlreiche Wahlkurse und Wettbewerbe an, um dem entstandenen Forscherdrang bis zum Abitur hin gerecht zu werden.